In München fand Elisabeth Heimann nicht weit vom Englischen Garten eine geräumige Wohnung. In dieser Zeit war Heimann von einem ungebremsten Schaffensdrang erfüllt. Seine Frau Elisabeth? Die Musik quoll geradezu aus ihm heraus. Wenn er unterwegs in einem Hotel auf den Balkon ging und eine schöne Landschaft sah, setzte er diese Schönheit sofort in Musik um. War kein Stück Papier zur Hand, auf dem er die Melodien notieren konnte, nahm er aus den im Hotel gewaschenen Hemden die Papversteifer heraus, malte schnell ein paar Notenlinien darauf und schrieb. Oft ließ er mitten im Gespräch ein Sch hören, wurde ganz still, ging zum Klavier und spielte eine wunderschöne neue Melodie. Im Frühjahr 1956 riet ein Arzt Heimann dringend zu einer Kur. Er reiste allein nach Montecatini Terme zwischen Florenz und Pisa, wo er im Grand Hotel Apache abstieg. Schon nach wenigen Tagen hielt er es nicht mehr aus, beschwor seine Frau nachzukommen. Ich bin ganz einfach schon zu alt, um so lange ohne dich zu sein. Man wird geizig, mit jedem Blick, mit jedem Wort, mit jeder Nacht, wenn man alt wird. Jetzt habe ich dich schon fast 2 Wochen nicht gesehen. Die gehen ab, wenn man nicht mehr weiß, wie viele es noch sind. Schlussakkord. Für ein Programmheft schrieb Heimann 1958 als ein persönliches Credo: Ich liebe meine Frau, mein Kind, die Welt, Menschen, Tiere, Landschaften, Essen, Trinken, Rauchen, Autofahren, Kochen, Bücher. Ich liebe die Freiheit.